Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Way of the Hunter. Da sind wir wieder am Start und welch Wohltat hier im offenen Gelände, oder? Letztes Mal im Regenwald, heute hier geht's weiter ab in die Berge. Wenn euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, würde mich sehr freuen und damit starten wir rein ins Video. Und das Erste, was wir sehen, sind irgendwelche kleinen Hasen, die hoppeln. Perfekt, nehme ich auch. Komm her. Hase, wo bist du? Wo ist er denn jetzt hin? Der war doch gerade hier noch in dem, jetzt genau in diesem Graben drin, glaube ich, ne? Mal gucken, ob wir da nah genug rankommen, die Hasen hier mit der Armbrust, die dann zu treffen. Aber die sind eigentlich nicht so scheu, ne? Aber hier auch in diesem Gestrüpp. Ja, da vorne flitzen sie, habt ihr gesehen? Da, warte mal. Da oben. Na, ich sehe dich, mein kleiner Freund. Ja, wie soll ich die denn treffen, wenn die nicht irgendwo stillhalten? Ja, aber ich meine, das ist eine Flinte, aber die habe ich natürlich nicht dabei. Die habe ich nicht dabei. Oh, hier wird auch nicht entfernt. Doch, hier 38 Meter wird angezeigt. Wollte gerade sagen, 40 Meter könnten wir ja nullen rein theoretisch, aber die müssten halt stillhalten. Ich weiß nicht, ob sie das tun jemals. Ich glaube, die hoppeln einfach die ganze Zeit, oder? Oh, ich habe ihn getroffen! Ich habe ihn mit der Armbrust getroffen. Alter, die treffen einen auch noch, warte. Oder auch nicht. Aber ich habe zumindest schon mal eingetroffen, dass er schon mal hier die halbe Miete, dass wir überhaupt einen mit der Armbrust erwischt haben. Einfach der Profi-Schütze. Mit der Armbrust gar kein Problem hier. So, gucken wir uns den mal an hier. Zack. Ja. Hinten rein, würde ich sagen. Und auch wieder hinten raus. Der steckt auf jeden Fall im Hasen drin. Perfekt. Hier wieder dieser Blick über dieses ganze Hoch. Diese ganze Hochebene. Hier unten die Lodge, die wir freischalten. Und hier so viel Fläche einfach, die kaum bewachsen ist und trotzdem sieht man irgendwie gefühlt nichts, weil die alle in diesen Büschen, wenn dann drin stehen oder aber gar nicht da sind. Wir haben da unten aber so einen kleinen See, da ist auch nichts zu sehen. Gucken wir uns gleich mal an, ob wir da Trinkgebiete haben auf jeden Fall. Aber wir holen uns jetzt erstmal natürlich hier die Lodge als Schnellreisepunkt, würde ich sagen. Oh, am besten ohne hier uns hier die Knöchel zu brechen. Das wäre auch noch gut. Dann checken wir das aus, was wir hier für Tiere überhaupt finden. Und da hinten, ey, ohne Witz, ich möchte auch so gerne in dieses Schneegebiet, aber das ist so weit nördlich. Da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal hin. Ich weiß nicht, wann da wirklich hochkommen, weil ich glaube, laut Karte, die natürlich deutlich kleiner ist als die anderen Karten, aber das macht es irgendwie auch ganz cool, dass man die schneller entdecken kann. Hier hinten, auf jeden Fall zu den Ausläufern kann man noch, ne? Wahrscheinlich nicht da hinten komplett rein, aber so teilweise kann man schon noch in die Gebirgsjagd und einfach hier 6 Kilometer, 7 Kilometer, 8 Kilometer, einfach diese Sichtweite, ne? Gut, die Tiere werden wir nicht so weit sehen, aber falls hier irgendwo welche in der Nähe wären, das sollten wir es eigentlich sehen können. Wir holen uns jetzt erstmal hier aber die Lodge als, wann müssen wir die überhaupt holen? Ist die nicht jetzt eh auf der Karte drauf dann? Warum ist die denn noch nicht aufgedeckt? Hallo? Lodge? Ich bin da. Achso, müssen wir erst die Karte aufdecken oder was? Oder ist die Buggy oder ist die Story-Objekt oder was auch immer. Wir haben deinen Hochlandlebensraum entdeckt. Und der hat Beutetiere wie Rüsselwapeti und Waldbison, auf dem es nicht nur erfahrene Jäger, sondern auch gefährliche Raubtiere gleichermaßen abgesehen haben. Also wahrscheinlich auch die Wölfe, die dann hier in den Hochebenen vielleicht vorkommen. Das könnte durchaus sein. Im Wasser auf jeden Fall Trinkstellen, die checken wir mal aus. Ja, tatsächlich. Genau der Grauwolf, der ist also hier zu Hause. Müssen wir gerade mal gucken, wann der denn überhaupt trinkt. Aber hier sehe ich auch wieder nicht. Grauwolf ist da. Stufe 5, 7 Uhr und 7 Uhr abends. Also zweimal um 7 morgens und abends. Genau wie der Bär, oder? Ich glaube, der Bär hat auch die ähnlichen Trinkzeiten. Zumindest morgens, die Abendtrinkzeit, weiß ich gar nicht. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wo die Wölfe sich verstecken hier am Tag. Denn hier so viele Deckungsmöglichkeiten gibt es ja jetzt hier eigentlich nicht, ne? Dass die sich hier, wer weiß wo, verstecken könnten. Aber die sind halt auch nicht so hoch und in den Sträuchern hier dann wieder schwer zu entdecken. Man läuft ja durch diese Flächen hier und schon ist das Karibu wieder alarmiert. Hier 100 Meter, das meine ich halt. Der ist vergleichsweise offen, aber trotzdem hat man das Gefühl, irgendwie die Tiere nicht sehen zu können. Aber ich glaube da vorne, ne, ist nur ein Ast. Die sind genau hinter dieser Kuppe. Ich versuche die mal anzulocken einfach hier mit meinem kleinen Rasselcaller, auch wenn die jetzt hier alarmiert sind und hoffe, dass sie trotzdem reagieren und ich da vielleicht welche den Hang runterlocken kann, weil das wäre ja schon ganz cool, dass wir da noch zum Abschuss kommen und zum ersten Abschuss vor allem hier auf der Hochebene. Zwei Stück ziehen den Hang runter, also hier hat es auf jeden Fall
gefruchtet, mein Käufer sucht ein Jungtier und ein ausgewachsenes Einsatztier. Das will man natürlich erlegen hier. Ich würde natürlich gerne mit der Armbrust schießen, aber ich weiß nicht, ob das geht bei denen. Oder ob die. Na, die Fluchtdistanz wäre zu krass, glaube ich, ne? Ich schieße mal einfach den hinteren ohne die Armbrust, weil Stufe 6, Armbrust 2 bis 5. Lassen wir gut sein und nehmen da den Herztreffer. So nämlich. Den haben wir sauber erlegen können. Mit der 300er hier. Boah, wird langsam zu meiner Lieblingswaffe, sage ich euch für das. Die SM-12 hier. Einfach, wirklich. Oh, da oben ist auch irgendwas gewesen. Oh, da ist auch noch ein Karibu. Aber die Frage ist, ob das noch da ist, nachdem ich jetzt hier geschossen habe. Wir holen jetzt erstmal das hier natürlich. Und sehen hier, oh, gar nicht mal das Herz getroffen, sondern einfach nur die Lungenflügel beide durchschlagen. Das soll mir natürlich auch recht sein. Wir sehen es hier nochmal, 37%. Und damit ein guter Abschuss. Und unser Karibu. Und jetzt checken wir mal da drüben aus, ob wir da vielleicht auch noch eins sehen. Es ist auf jeden Fall noch da, denn es ruft da unten. Also weggerannt ist es nicht. Habe ich da gerade einen Hirsch gehört? Oder war das? Das ist alarmiert. Das war es vielleicht. Es ist alarmiert, aber ich sehe es doch da auch schon, oder? Und es ist ein Stein, ne? Scheiße, ich dachte, ich könnte es schon erkennen. Leider nicht der Fall. Ich muss aber hier ein bisschen von diesem Baum hier weg, der vor mir ist, damit wir da zumindest die Sicht haben, falls es denn kommt und auf meinen Geklapper hier reagiert. Ich weiß halt auch noch nicht, ob es jetzt schlecht oder gut ist, deshalb müssen wir gucken, ob es vielleicht mehrere sind, wie bei dem anderen gerade, wo ja dann welche gekommen sind. Oh, da oben. Die ziehen weiter, glaube ich, ne? Vielleicht haben wir die Gelegenheit, die sogar so zu sehen schon. Eigentlich müssten die da irgendwo in diesen Büschen drin stehen und die sind jetzt nicht so deiser, ne? Da also, und da kommt doch, glaube ich, Jungtier. Der kommt auf jeden Fall auf meinen Call. Das heißt, den können wir auf jeden Fall schießen. Oh, und er kommt aber auch hier. Erwachsener Einser. Oh, ne, Armbrust besser nicht. Armbrust besser nicht. Er zieht aber da unten rein. Ich will lieber den Erwachsenen schießen, als das Jungtier, um ehrlich zu sein, aber. Ich weiß nicht, ob wir die Gelegenheit nochmal kriegen hier. Und bevor wir gar nichts schießen. Wo ist das Jungtier denn jetzt hin? Auch weg oder was? Oder oben ist es, glaube ich. Boah, haben wir den erwischt oder haben wir den durch die Lunge geschossen? Na, irgendwie läuft der ganz schön weit dafür, dass wir den getroffen haben. Aber sieht schon noch von der Schweißwerte her Hauptschlagader aus, oder? Ich würde sagen Hauptschlagader, aber sicher bin ich mir auch nicht. Müssten wir mal gucken gehen. Auf jeden Fall eine rosa Fährte, die eng beisammen ist, aber auch nicht so eng. Ja, doch schon wie eine Linie gezogen hier, ne? Ich glaube, dass wir da wirklich die Ader getroffen haben, ist häufig ein Schuss, den man trifft, wenn man von vorne schießt. Wenn man dann am Herz vorbeikommt, dass man da dann tatsächlich einfach zu hoch ist. Ah, da ist nur ein Stein. So, jetzt wird man hier nicht die Pferde verlieren. Aber gleichzeitig auch immer die Augen aufhalten hier nach neuen Tieren, die hier sicherlich irgendwo jetzt auch hingeflohen sind. Also immer hier schön die Augen auf. Aber wo ist unsere Pferde hin? Apropos Augen auf. Einmal umgedreht, schon nicht mehr gewusst, wo ich hin muss. Einmal hier kurz gucken, dass wir die Pferde wieder finden. Denn sonst wedert hier gar nichts. Hier haben wir auf jeden Fall noch ein Bedürfnisgebiet vom Grauwolf auch wieder. Auch den haben wir bisher hier nicht finden können. Aber wo ist denn meine Schweißfett? Die war doch gerade hier wie so eine Linie durchgezogen. Jetzt müssen wir nochmal komplett zurück zu dem Anfang hier. Und schauen, dass wir die nochmal verfolgen können. Damit wir das Karibu auch finden. Schwierige Nachsuche hier in den Büschen, aber am Ende dann doch gefunden. Und die sind mal ein bisschen zu hoch natürlich angesetzt. Durch die Lungen sozusagen durch. Aber wir haben den rechten getroffen, den linken haben wir sogar mit der Kugel getroffen. Und Hauptschlagader natürlich dadurch hier der Treffer in der Mitte da die Hauptschlagader durchtrennt. Und dadurch die Schweißwerte, die uns auch hier durchaus geholfen hat. Denn ich glaube, ohne die wären wir hier, glaube ich, nicht zu dem Tier gekommen. Bei den ganzen Sträuchern, die hier sind, da die Schweißwerte zu finden, wirklich
nicht so leicht. Mittlerweile bin ich wieder im Flachland angekommen anscheinend, denn unten ist wieder der Flusslauf und da sehen wir auch schon wieder die nächsten Wapitis. Also ich bin einmal hier quasi oben gestartet, hier lang oder den Weg gefolgt, habe den Lagerplatz entdeckt und haben jetzt hier Wapitis am Fluss. Die können wir doch direkt mal auch bejagen, wenn sie schon da stehen, passen für mich. Denn wollen wir uns nicht entgehen lassen, die Gelegenheit hier. Ne? Vielleicht sehen wir da am Fluss dann noch irgendwelche anderen Tiere, die wir hier im Flachland dann wieder haben. Waldbison, Elche vielleicht wieder. Aber dann müssen wir mal gucken, dass wir irgendwann nochmal die Wölfe finden. Ne? Die tun sich nämlich immer schwer. Habe ich auch auf den anderen Karten echt Probleme mit, die Wölfe zu finden. Bis auf die Gebiete von denen oder irgendwelche Pferden. Auch hier irgendein Wildwechsel. Können wir auch mal auschecken. Ist aber von... Oh, da war noch einer. Scheiße, da war nämlich ein Elch, siehste. Da hatten wir schon den ersten, den ich jetzt hier verschreckt habe, der ja schon hier vorne im Flusslauf stand. Und, oh, guck mal, da ist sogar Sickerhirsche auf der Brücke, oder was? Was ist denn deren Plan? Auf der Brücke einfach Sickerhirsche. Ja, sehr gut. Aber vielleicht mal wieder was für uns, für die Armbrust, oder? Wenn die da auf 100 Meter stehen. Ich versuche da ein bisschen näher ranzukommen. Und dann können wir die doch eigentlich hier perfekt anlocken, oder nicht? Ja, mal hier klappern. Wie mit einem Klapperstorch. Hm, aufgestanden ist er schon mal. Ich weiß nicht, was der auf der Brücke da frisst, um ehrlich zu sein. Aber er frisst irgendwas. Auf der Seite auch. Ein Sickerhirsch. Ja gut, vielleicht schießt man den einfach da, wenn er da eh breit steht. Aber er kommt, glaube ich, ne? Ich glaube, er setzt sich in Bewegung, um in meine Richtung zu kommen. Jetzt brauche ich natürlich hier nur die freie Sicht, aber zwischen den beiden Bäumen hier müsste es eigentlich ganz gut passen, wenn der von da irgendwo dann kommen sollte. Ich hoffe, dass der jetzt wirklich hier auch auf meinen Call reagiert und nicht einfach nur so über die Brücke. Habe ich auch noch nicht gesehen, oder? Er biegt aber ab auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Das habe ich auch so noch nicht gesehen, dass die über die Brücke einfach da gehen. Das ist ja insane, dass die das Pathfinding hinkriegen. Ja, okay. Ah, schon nice auf jeden Fall. So, aber der hier kommt auf jeden Fall. Und ja, ich versuche den... Ja, so viel näher muss ich gar nicht, ne? Weil 60 Meter da, die Fläche vorne sehe ich frei. Wollte halt 50 ungefähr. Für einen platzierten Schuss mit der Armbrust. Ich will aber auch nicht so viel näher ranpirschen. Ja, müsste aber gehen, ne? Er dreht aber ab, das darf nicht passieren. Bleib bitte hier in meiner Richtung unterwegs, mein Kleiner. Damit ich dich mit der Armbrust erlegen kann. Große Vorteil mit der Armbrust ist ja, dass wir vielleicht da hinten noch die Wapitis noch erlegen können. Oder je nachdem, was hier alles so abspringt, alles die 50 Meter Marke passiert. Boah, der ist direkt umgefallen. Aber der sah sehr hoch aus im ersten Moment, oder? Der sah sehr hoch aus. Ich weiß nicht, was wir da getroffen haben. Oder den Wirbelsäule getroffen haben oder so. Und Halswirbel so. Ich weiß es nicht, aber da hinten, die Wapiti springen sogar auch ab. Ja, Pustekuchen. Ja, da springen die ja beim Gewehr sogar weniger ab, oder? Jo, klar. Erstmal alle hier weghüpfen. Perfekt. Aber gibt uns die Gelegenheit jetzt hier. Oder dann ziehen die Wapitis auch. Aber wir brauchen eh noch einen Wapiti, ne? Scheiße, für die Mission. Stimmt ja. Wir brauchen noch einen ausgewachsenen Wapiti. Den müssen wir uns auf jeden Fall noch irgendwo her besorgen. Aber wir holen uns jetzt erstmal hier den hier schon erlegt haben. Und ich bin sehr gespannt, dass wir da getroffen haben, dass der direkt umgefallen ist. Mit dem Pfeiltreffer. Eieieiei. Eieiei, den Kopfschuss aber. Boah. Mit was zielt man denn in diesem Visier? Zielt man nicht mit dem Pfeil? Ja, aber doch beim Hasen doch auch, oder nicht? Den Hasen haben wir auch so getroffen. Ich dachte, man zielt einfach mit dem Pfeil. Lass mir das mal angucken, ey. Da gibt es da noch eine andere Zielmarkierung. Ja, ist doch dieser Pfeil da, oder nicht? Hm. Würde ich jetzt spontan so behaupten. Komisch, hat der dann... Ob die 10 Meter wirklich so viel ausgemacht haben? Wir haben natürlich auf 50 genullt und er stand auf 40. Vielleicht auch durch den Winkel dann, Flugkurve, I don't know. Also die weiten Schüsse scheinen eine krasse Flugkurve zu haben. Kaibus erscheinen aber als nächstes durch die Büsche und keine Wapitis. Aber gucken wir mal, ob wir da irgendwas bei haben. Bisher dann nur ein Jungtier zu sehen. Auf der linken Seite sehe ich noch ein paar. Erwachsene Einser. Was haben wir da? Auch ein erwachsener Einser. Das ist sogar weiblich da, den wir... Ja, ne? Das ist halt wirklich das Schwierige bei denen, weil die Weibchen halt auch ein Geweih haben, ne? Aber ich würde sagen,
Wir schießen mal so ein Weibchen mit Geweih. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht geschossen. Würde ich mir mal gerne angucken. Deshalb würde ich sagen, nehmen wir das einfach da mal aus der Herde raus und wagen hier den Schuss. 200 Meter ist da durchaus eine Distanz, die man auch treffen kann oder sollte. Wenn das Geweih nicht im Weg ist. Eieiei, fast ein bisschen hoch gewesen, oder? Aber ich glaube, der Schuss war ganz gut. Gesenktes Haupt. Heißt, er sollte nicht allzu weit kommen. Und wir können uns den dann holen. Auch ganze Trinkgebiete hier auch vom Schwarzbär gerade schon gefunden. Hier wieder Alaska-Elch. Also dieser Flusslauf hier ist natürlich einfach auch eine richtige Tierquelle. Wenn man hier zur richtigen Zeit ist, dann ist das natürlich schon ein Jackpot. Wenn man hier außerhalb der Trinkzeiten ist, dann aber wahrscheinlich auch gehen in der Leere. Denn dann ist die ganze Fläche hier wahrscheinlich nicht so krass besiedelt wie im in der Trinkzeit. Und am Ufer des kleinen Baches hier ist es dann auch verendet, unser Rentier. Oder Karibu besser gesagt. Also war der Schuss wirklich ein bisschen hoch gewesen, aber trotzdem noch die beiden Lungen getroffen. Sehr gut. Ja, haben wir das auch. Und dann sind wir hier wieder angekommen. Ich guck mal, was wir noch haben. Auch hier wieder Waldbison. Also hier wirklich alles voll. Und wenn man hier die Augen auf hat, jetzt haben wir natürlich hier gerade wieder geschossen, dann kann man hier bestimmt wieder eine ganze Menge Tiere finden und er setzt sich ja wirklich an diesem kompletten Fusslauf fort. Ne? Hier geht's dann, ist auch noch Waldbison. Und hier einfach die komplette Fährte abchecken kann an diesem Fluss. Geht dann fast nahtlos mit anderen Tieren immer ineinander über. Hier Grauwolf, dann guck mal, Grauwolf sogar hier unten. Sogar hier unten im Tal und trotzdem sehen wir den wieder nicht, ne? Diesen Grauwolf. Er ist einfach der Geist dieser Karte. Grauwölfe haben wir noch nicht gefunden, aber dafür ein Kodiakbär. Ja, alles klar. Grauwölfe sind einfach auch zu schwer. Die sieht man gefühlt nie. Vielleicht sind die eher nachts unterwegs oder bei Vollmond vielleicht. Aber heute auf jeden Fall nicht. Denn wir machen hier erstmal Feierabend für die Folge. Das soll es gewesen sein. Wir setzen unser Männchen nächstes Mal fort und gucken mal, ob wir noch das Wapiti erlegen. Aber heute nicht mehr. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Abonniert gerne den Kanal. Wir sehen uns in einer der nächsten Folgen. Bis dahin, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.